Hallöchen! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Ice the Horror Game. Ach ja, ich freue mich ja schon so. Mir wurde mehrfach bestätigt, dass Rüdiger Rocky Rudolf auch cheatet. Aber sowas von. Und das finde ich nicht toll. Es gab ja ein neues Update, dass die Monster angeblich nicht in die Räume reinkommen können. Oder durch die Räume kommen können. Aber anscheinend ist das ja wohl doch nicht der Fall. Wie wir ja letztes Mal gesehen haben. Und das, meine lieben Freunde, finde ich nicht okay. Oh, das wollte ich gar nicht. Nein. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht... Ob ich vielleicht die Spieleentwicklerin mal anschreibe, was der Bullshit hier soll. Weil ich finde das einfach nicht in Ordnung, dass ich gerade betrunken bin. Und dass sie halt schreibt, dass die Monster halt nicht durch die Wände können und die trotzdem durch die Wände können. Das finde ich nicht in Ordnung. Finde ich voll uncool. Das finde ich nicht okay. Überhaupt nicht. So. Oh, wir sind schon wieder durch. Wie schnell ging das denn jetzt? Naja, egal. Neue Runde, neues Glück. Und dann warten wir hier erstmal bei Klaus Günther. Da. Klaus Günther, du bist mein einziger Freund. Du cheatest nicht. Du bist nicht so assi wie die anderen drei Monster. Ja. Also wie gesagt, ne, das finde ich halt voll doof, wenn man schreibt in den Updates, ja, die Monster können ab jetzt nicht mehr in die Räume und die Monster kommen trotzdem durch die Räume. Das finde ich einfach nicht okay. Das finde ich nicht cool. Ich glaube, ihr könnt mir da zustimmen. Ich habe mir das nämlich auch nochmal in der Aufnahme angeschaut. Und ich stand nicht direkt vor der Tür. Die Tür war auch nicht offen. Ich stand quasi mitten im Raum fast. Und der kam einfach durch die Wand geslidet, außen nichts. Ich weiß nicht, warum. Mein Hund hat wahrscheinlich Superkräfte, keine Ahnung. Und das ist einfach nicht cool. Ja. Rüdiger Rocky Rudolf, das finde ich überhaupt nicht cool. Überhaupt nicht. Ach ja. Jetzt heißt es wieder 10 Jahre warten. Aber so ist er mir lieber, als wenn er mir ständig an der Haxen klebt. Und von Etage zu Etage hin und her läuft und das alle 3 Sekunden und ich überhaupt keine Chance habe. Aber ich habe ja eh keine Chance, weil er ja durch die Wände kommt. Genauso wie Karl und genauso wie Renate. Klaus Günther, beschütz mich! Oh, Rüdiger Rocky Rudolf, das ist schon langweilig. Dich findet echt keiner cool.
drehe ich mich noch mal im Kreis. Warum denn auch nicht? Und zurück, damit euch nicht schwindelig wird. Dann gucke ich mir hier schon mal die schöne Grafik an, die gar nicht so schön ist. Hier sieht man zum Beispiel voll den Streifen. Voll der Streifen. Die Lampe könnte auch mal wieder moderner aussehen. Die Decke finde ich ehrlich gesagt schön. Die Tapete ist vor den Arsch. Ja. Und die Heizung müsste auch mal erneuert werden, aber das habe ich ja alles schon gesagt. Und die Betten sehen auch scheiße aus. Ist die Frage, in welche Richtung er jetzt läuft. Ich habe keinen Bock, jetzt da runter zu gehen und er mir entgegenkommt. Er geht in den Keller, beziehungsweise in einen von den beiden Kellern. Na los, Klaus Günther, wir hauen hier ab. So. Zack. 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 Eigentlich müsste ich dich verhungern lassen, weil du scheiße bist. Und die Fliegen geben mir auch recht. Dann kann ich mir ja nochmal die Bilder hier schön angucken. Aha. So sieht also die Anatomie eines Fußes aus. Interessant. Warte, was steht da? A, und dann kommt ein K und dann ein R. Mehr kann ich nicht erkennen. Naja, ich möchte das jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Obwohl, was ist da auf dem Bild? Ah! So sieht das Bein aus. Interessant. Oh, hier ist ja auch noch. Aha. So, meine Damen und Herren, sieht ein Gehirn aus. Ich weiß, echt voll spannend. Und hier ist auch noch mal das Gehirn und der Kopf im Gesamten. Was ist hier? Ach, ein Notfallplan. Aha. Das sieht auch schön aus. Echt schöne Blätter. Ja, ich weiß, ich ziehe es jetzt auch nicht in die Länge. Ich dachte, der kommt vielleicht noch, damit hier vielleicht noch so ein bisschen Action ist. Ah, jetzt. Na, wo bist du, Rüdiger Rocky Rudolf? Na? Na komm. Komm, Hündchen, komm. Na, wo kommt der? Links oder rechts? Ihr könnt jetzt noch abstimmen. Na, na, na? Ah, da kommt der. In Slow Motion. Na dann, ciao, Rüdiger, macht's gut. So.
Also alle, die für links gestimmt haben, hatten recht. Ach ja. Naja, dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder, wenn Rüdiger Rocky Rudolf wieder ein bisschen schneller ist und vielleicht dann auch mal wieder durch die Wände schietet, so wie alle Monster. Aber ich könnte mich darüber jetzt noch 10 Jahre aufregen, mache ich jetzt aber nicht. Ich sage Schau mit V und bis dann. Bye bye.